Let's get ready for World of Tanks. Hallo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe World of Tanks Let's Play, wie ich es angekündigt habe. Jetzt sage ich es nicht nochmal, sonst wäre es ist doppelt gemoppelt lang auf jeden Fall schon. Und ja, wir schauen uns hier Nidromo mit seiner Su 101 an. Auf der Karte Live Oaks, und wenn wir uns die Teams hier anschauen, schaut es eigentlich ganz ausgeglichen aus. Von dem her gucken wir doch mal, wie er sich so im Spiel verhält. Live Oaks prädestiniert ist natürlich jetzt hier für ein TD hier vorne dieser Hügel, auf den er jetzt auch schon drauf hält. Bin ja gespannt, wie er den spielt. Der Panzer ist seltener gesehen, also von dem her ganz schön, dass man auch mal wieder sowas hier sieht. 219 Durchschlag mit Normal und 330 mit Premium. Und da drüben ist schon der erste Cromwell offen. Und ein Walker Bulldog. Schieß, 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 schieß. Warum wartest du? Schieß doch! Alter. Verarsche. Ja, da hat er noch geschrieben. Vielleicht lag es daran. Aber jetzt komm. Ja, jetzt trifft er. Jetzt schießt er. Sehr zögerlich, der Gute. Ah, jetzt hat er einen Haken geschlagen. So, der ist er tot. Auf den AMX kommst du nicht drauf. Der steht hinter Häusern. Nein, immer noch nicht. Nein, nein. So, da ist der Tiger. Auf den kommst du aber drauf. Wer ist drauf gekommen, wenn du vorher... Da, vorhalten. Da, ja, schießt. Ja, also, geht doch. Musst doch nur tun, was der Papa sagt. So, was macht er jetzt? Ah, er positioniert eine Erziehung. Bisher war er noch nicht offen oder hat keinen sechsten Sinn. Aber ich würde mal fast eher sagen oder vermuten, dass er noch nicht offen war. So, und da ist wieder der Tiger. Schieß. Jetzt ist natürlich doof. Er weiß, er sieht nicht genau, wo jetzt hier die Lücken kommen. Und kann dementsprechend immer nur raten, ob er schießen kann. Aber das ist natürlich jetzt eine doofe Situation mit dem Baum, den er hier direkt vor sich hat. Aber jetzt. Ja. Da hat er ein bisschen Zeit gehabt und die Zeit hat es ihm erlaubt, dass er da schießen konnte. Er stellt sich nochmal etwas anders hinter dem Busch. Fordert den T-34 auf, dass er fahren soll. Da ist der Walker. Jetzt komm. Na, jetzt kriegt er aber zu wenig von dem Bulldog rein. Schade, so wird es aber nichts. Ich würde sagen, an deiner Stelle, wenn du dann jetzt nicht bald noch geile Ziele bekommst, solltest du irgendwas anderes machen. Naja, das meinte ich jetzt eigentlich nicht damit. Sondern ich würde schon sagen, nimm die Ketten in die Hand und leg los. Nee, die kriegst du alle so nicht, mein Freund. Unten ist das gegnerische Team nicht auch schon fast durch. Aber er bewegt sich jetzt mal nach unten. Das ist schon mal Vorteil. Ja, da ist ein Haus. Dreh dich. Genau. So ist gut. Jetzt dreh dich zum... Jetzt kriegt er nicht rein. Er muss ein Stück vor. Jetzt sind sie alle zu. Aber da ist der Walker. Schieß einfach. Schieß doch einfach. Schieß doch einfach. Schieß doch einfach. Alter. Viel schneller schießen. Viel, viel, viel schneller. Jetzt ist er übrigens offen gewesen. KV-13 prallt ab, prallt nochmal ab. Also ich weiß nicht, auf was er da gewartet hat. Die Reaktion ist auf jeden Fall sehr reduziert, sag ich mal so. Wieder offen. Aber jetzt fährt er auf jeden Fall mal vor. Mal schauen, wie er jetzt hier spielt. Jetzt wird er vielleicht sogar übermütig, der Kleine. Da ist der Löwe, da ist ein bisschen was. Und, oh, jetzt geht er aggressiv vor. IS, Auto-Aim, zack, rein. Und nochmal der nächste, zack, rein, sehr gut. IS prallt ab. Und er nimmt ihn raus mit Auto-Aim. Da drüben ist jetzt noch ein IS-6. Schießt daneben, aber jetzt spielt er aggressiv. Jetzt spielt er schön, sowas will ich sehen. So vorne mittig drauf.
Jetzt kommt der ES6 durch. Der macht natürlich ordentlich Schaden, wenn er den trifft. Mit Auto-Aim kommt er jetzt hier. Oh, jetzt muss er aber aufpassen. Noch ein Hit und er ist tot. Oh, krass. Einfach mal durch den Turm geschossen. Aber gut, dafür hat er seine Premium-Munition. Jetzt kommt Super Pershing auch noch. Der kettet ihn allerdings nur. Arti hält rein, unterstützt hier, nimmt den Super Pershing ein paar HP ab. Auto-Aim und nochmal. Jetzt umfährt er ihn mit dem Start. Nee, naja. Auto-Aim, jetzt prallt er aber ab an der Panzerung vom Super Pershing, die wirklich sehr ordentlich ist. Nochmal Auto-Aim, den muss er machen. Macht ihn auch, weil sonst wäre er raus gewesen. Und jetzt back to base. Dein Team braucht dich. Aktuell 3000 Schaden und 3 Kills. Bisher lief es jetzt ganz ordentlich. Hat er hier hinten raus noch ein bisschen was gemacht, was mir gut gefällt. Jetzt der KV-13 da hinten offen. Da kommt er jetzt auch so drauf. Oh, wie, was ein Timing. Geht jetzt direkt zu. Die Arti steht da unten. Da ist der KV-13. Schieß einfach. Auch wieder zu langsam. T-20. Naja, wake up KV-3. An deiner Stelle sollst du doch ein bisschen schneller aufwachen. So, jetzt fahrt hier T-34 vor. Da hast du jetzt Ziele. Komm. Zack, drauf auf ihn. Schieß einfach. So, ja, noch gleich eine. Du hast einen schnellen Reload. Nicht Auto-Aim. Schieß. Jetzt kette den. Egal, vorne drauf. Artis, AFK, scheiß drauf. Zack, der ging. Nochmal. Fahr doch jetzt nicht. Schieß doch einfach nochmal drauf. Jetzt ist er offen. Glück gehabt, dass der KV-3 hier verschossen hat. Jetzt hat er einen Jagdtiger. Schieß. Oh, wenn ich das spielen könnte gerade. Jagdtiger, komm, zack. Jagdpanther, komm, zack, bam. Weg da, ja. Schieß. Gott, Gott, Gott. So, jetzt hat er den. Jetzt ein Jagdtiger, Seite, bam, immer rein. Der hat getroffen, der hat gepasst. Jagdtiger ist zu. Er schießt das blind, worin er gar keine Sicht mehr hat. Mich hält es hier gar nicht auf dem Stuhl. Teilweise sehr schönes Play, teilweise ganz schlechtes Play. Das ist ja ein himmelhohes Tal der Freudentränen. Schieß! Ja, hat er als ob er verzogen hätte. Oder die Maus verrissen. T25-2 kommt jetzt da von hinten ran. T25-2, der ist hier für alle One-Shot. Da braucht ihn nur einer jetzt doof treffen und der hat riesig verkackt. Komm schon, ein Verein. Da ist er. Komm. Nein! Er hat noch einen Nachschuss, der T25. Er schießt nicht. Er schießt nicht. Oh, Glück gehabt. Scheinbar hat er ein kaputtes Munitionslager an. Das kann ich mir, das lasse ich mir das nicht erklären, wie er da nicht schießen konnte. So, und was macht er jetzt? Geht er für die Arti oder holt er sich den Jagdtiger? Oh, ich wackel hier auf meinem Stuhl. Ich bin wirklich gerade etwas angespannt, muss ich gestehen. Er will den Jagdtiger haben. So. Wo ist der Jagdtiger? Da ist er. Oh, sehr gut. Er achtet gar nicht auf ihn. Das ist ein One-Shot. Schön, jetzt zack. Ja, nice. Nimmt ihn raus. Da ging es auch mit dem schnellen Schuss. Nicht lang rumgetan. Einfach verwertet und seinen Krieger gemacht. Er schreibt aber auch gerne. Vielleicht liegt es daran. Jetzt nur noch die Arti. Die Arti wird wahrscheinlich, entweder ist sie gerade auf dem Weg nach unten, dann ist sie jetzt so Höhe Insel oder noch davor. Dabei K7, K8.
Oder sie ist natürlich auf dem klassischen Spot, das heißt A, B, 0. Die Su ist sehr schnell, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den er jetzt damit hat. Das heißt, er kann jetzt schnell und schön scouten gehen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er jetzt nicht gewonshottet wird. Noch ist nichts offen. So, wo ist sie? Da sollte sie jetzt aufgehen, wenn sie denn da ist. Aber, nee, da ist sie nicht. Dann ist sie wahrscheinlich runtergefahren. So, da ist sie. Der M12 Arti. Jetzt will er den Kill. Okay, wird gierig. T34 akzeptiert sogar auch noch. Okay, ja, nicht schlecht. Ich weiß zwar nicht, was ihm die Arti jetzt bringt. Korrigiert mich, wenn ich irgendwas übersehe, aber egal, er will den Kill und T34 gibt ihn dem. Also, sehr, sehr schön. Jetzt nur dich, dass sich der Löwe jetzt noch killen lässt oder die Arti oder irgendjemand. Er ist auf jeden Fall schnell dahin. So, der Löwe ist jetzt hier beim Haus. Und da ist der M12. M12 verschießt. Das heißt, jetzt hier alle Chancen, alle Möglichkeiten da. Und nun einfach links vorbei und holen. Nein, er will hier... Nein, so klappt es nicht. Er verschießt. Die Arti macht jetzt nicht... Nee, oder? Nein, so nicht. Ach, er will vielleicht seine Schuss verschießen, um dass er dann sozusagen mit der letzten Granate... Aber nee, da hat es jetzt keinen Sinn gemacht. Jetzt nimmt die Arti wirklich noch den Löwen raus. Unglaublich, lol. So. Und jetzt, ja, jetzt hat er noch genau zwei Schüsse. Und dann würde er mit dem letzten Schuss... One-Shot ist es nicht. Doch, doch ist es. Munitionslager. Unglaublich. Ja, das war bad luck. Ich dachte mir, okay, wahrscheinlich wollte er das so planen. Naja, trotzdem, nochmal zum Schluss. Sehr schön gespielt. 7 Kills, 5000 Schaden gemacht. So soll es sein. Bei den ein oder anderen Sachen sehe ich jetzt mal hinweg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut's rein, bis bald und tschö mit Ö.